hast du denn bitte ein Problem? Also das könnte ich jetzt zeigen, aber ja, zeig mal. Das ist ja auch nicht schön. Kann man das nicht zeigen? Ist so schlimm. Ganz voll. Ich sehe also diese Stützunterwäsche. Als nackt, ne? Wahrscheinlich hast du drunter so diese fleischfarbene Stütze. Grundsätzlich in unserer Gesellschaft das Problem, wir leben in einer Überflussgesellschaft. Wir haben ganz viele Angebote und wir würden fünfmal am Tag, so ging es mir zumindest, einfach zu viel essen. Also ich habe dabei zugenommen und habe dann eben viele Studien entdeckt, die eben gesagt haben, auf lange Sicht das zu genießen. Und wenn ich heute, wenn ich mir ein Stück Schokokuchen gönne, und das ist nicht so gut, weil man dadurch natürlich zu wenig Nährstoffe zu sich nimmt und zu wenig Vitamine. Also wenn man sowieso schon falsch ist und dann noch die Hälfte, dann gehen wir mal rüber, da haben wir etwas vorbereitet. Sondern der massiert dann nochmal zusätzlich das Bindegewebe und das regt dann quasi auch nochmal den Stoffwechsel an. Und dieser Ausdruck, das ist das, wo man sich halt fest... Was soll ich mal machen? Sag mal was. Ja, nee, man kann es schwierig erklären. Also versetze dich in deine Kindheit oder stell dir vor, du bist eine blonde Frau und wackelst mit dem Hintern. Wirklich hier für die seitliche und diesen Speck kriegt man ja so schlecht weg mit irgendwelchen Übungen. Ja. Was kann ich denn mit meinem Kind tun, wenn das eben so ein bisschen dazu neigt und das ist so spielerisch? Dienstag bei NDR Info. Ruth, was hat dein Onkel früher über die kleine, schüchterne Ruth gesagt? Oh Mann. Ein Zeichen XY. Nein, ehrlich? Ja, ist tatsächlich, ist ja kein Scherz. Weiß ich noch ganz genau. Und da hast du auch mal mitgekriegt. Den Zacken vorne dran, ne? Schon an und bin dann da so gelaufen und das war echt total cool. Also es macht sehr viel Spaß, Eislaufen. Apropos Sport, da gibt es bei dir zu Hause, zwischen dir und deinem Freund, da gibt es so einen kleinen, ja gut, ich sag mal so einen kleinen Wettkampf auch, welcher Verein besser ist. Nun seid ihr von der Liga her momentan unterschiedlich, weil du bist Hertha BSC-Fan. Ja, unangefochten in der Nummer 1, also Nummer 1. Eben, ich wollte gerade sagen, also mittlerweile... 96, die tollen 96. Das ist hier eine Schokomel, das Make-up ist, weil du total geschminkt bist. Das sollte man natürlich zu Hause nicht machen. Es riecht nach Schokolade und es fühlt sich also auf der Haut so blatt. Das ist jetzt nicht warm, sondern... Ja, du schmilzt die natürlich. Du schmilzt die und also ich bin schon an und bin dann da so gelaufen und das war echt total cool. Also es macht sehr viel Spaß, Eislaufen. Apropos